Sehr dringende Leseempfehlung. Krähen im Park von Christoph Peters. Wir sehen uns in diesem vergnüglichen Buch mit wechselnden Szenen konfrontiert, die sämtlich am 9. November 2021, ihr wisst schon, der Schicksalstag, in der deutschen Hauptstadt spielen. Wir haben hier circa 2 Handvoll Protagonisten und spätestens nach den ersten 50 Seiten kennen wir sie alle recht gut. Beispielsweise haben wir diesen französischen Skandalschriftsteller, diesen versoffenen Kettenraucher, den mit den asiatischen Frauen, diesen misogynen Bürgerschreck, dem nun in Berlin ein Preis verliehen werden soll. Autor Christoph Peters begibt sich nicht nur in das Innere des verrückten Dichters, er skizziert auch die psychischen Umstände dieser ganzen Berliner Entourage, dieser Kulturnudeln und ihres Beiwerks. Wie unser Schriftstellerkönig dann letztlich auf der Bühne abgeht und sich über die aus dem verklemmten Amerika herüberschwappende Scheiße von lauter Supermoralisten auskotzt, Zitat, das ist bloß eine von zahlreichen furiosen Szenen. Allerdings verbleibt Peters in seinen Szenen nicht beim Milieu der Gerechten. Sein Panoptikum nimmt die ganze Hauptstadt in den Blick. Denn während die einen eine Feier vorbereiten, fechten andere Kämpfe aus. Nehmen wir Ali Zayed, einen Flüchtling aus Afghanistan, soeben nach langer Reise in Berlin angekommen. Was will er hier? Na, am liebsten eine hellhäutige, willige Frau für verdorbene Spiele. Man hört ja so einiges. Ja, okay, er will auch erstmal ankommen. Sein entfernter Verwandter, angeblich Besitzer einer Shisha-Bar in Berlin, schaltet erstmal auf Stumm. Ich mag nicht spoilern, aber das wird blutig enden. Zum vielteiligen Personenbesteck des Christoph Peters, der bereits 2022 mit Der Sandkasten einen ziemlich interessanten Roman gebracht hat, das Ganze soll sich zu einer Trilogie auswachsen, zu dem Personenbesteck zählt auch der Türke und gläubige Moslem Emre. Er ist ein wirklich super fleißiger Paketbote und gerade hat er seine 18-jährige Freundin geschwängert. Mit Ungläubigen und vor der Ehe dürfte er eigentlich nicht, aber bekanntlich hat Allah so seine Wege. Und hier gibt es einen super tollen Imam, der die Sache klären kann. Es tritt hier auch noch ein Gesundheitsminister auf. Der war, Zitat aus dem Buch, krank, besessen, ein Fanatiker, zerfressen von Angst, Eifer, Wahn. Einer seiner erwachsenen Söhne fragt sich, Zitat, weshalb die Leute den Irrsinn in seinem Blick, in jeder Geste des berühmten Gesundheitsexperten nicht sahen. Alles an seinem Vater verströmte die zerstörerische Energie eines kranken Geistes. Sick, sick, sick. Natürlich gibt es einen Disclaimer im Buch, der besagt, Ähnlichkeiten mit Personen sind Zufall und nicht beabsichtigt. Ha, ha, ha. Wir haben hier einen, naja, Roman, ein Facettenspiel eigentlich, das äußerst ausgebufft, auf intelligente Weise ambivalent und höchst vergnüglich ist. Falls Sie dennoch auf die Lektüre verzichten möchten, kann ich nur sagen, Ihnen wird etwas entgehen. Lesen Sie Christoph Peters, Krähen im Park, 318 Seiten, 24 Euro. Kaufen Sie bitte nicht beim Monopolisten. Kaufen Sie beim Buchhändler Ihres Vertrauens oder direkt unter antaios.de.